Capricorn Control, we're at T-minus 30 seconds. At the present time, all systems are go, all lights are green. They're looking for a reason to cancel the program. We can't afford another screw-up. All the space vehicles, final checks have been completed. The access arms are swinging in the final retract position. We found out 2 months ago it won't work. You guys would all be dead in 3 weeks. T-minus 10 seconds, 9, 8, we have ignition, 6, 5, we have outboard engines, 3, we have inboard engines, 1, 0, we have a launch commence. We have a liftoff in 35 minutes after the hour. What if man's greatest technological achievement... Ready, slow-mo. I take this step in the journey of peace for all mankind. Was a fraud. Take slow-mo. You sound so close. It's hard to believe you really are that far away in space. It's hard for me to believe it, too. What if something went wrong? Wir uns gerade über Süchte unterhalten haben, die nicht so gesundheitsförderlich sind, können wir uns jetzt über eine Filmsucht unterhalten, die auf jeden Fall sehr erbaulich ist. Also Filmsucht im Allgemeinen und Unternehmen Capricorn gucken aus dem Jahr 1977 im ganz Besonderen. Denn darüber sprechen wir heute. Wer sind wir? Mein Gast, der liebe Kolja Senteur und ich. Hallo Kolja. Hallo Patrick. Ich grüße dich zum dritten Mal jetzt. Ja. Menschen, das letzte Mal ist sehr lange her. Da ist eine ganze Menge passiert in der Zwischenzeit, ne? Und in aller Leben natürlich, aber bei mir auch besonders viel. Und das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, das ist gefühlt ein Jahr her. Es ist noch nicht ganz ein Jahr, aber es ist Ewigkeiten her. Und es kommt mir gerade wieder vor, ein bisschen vertraut und auch wie neu. Deswegen stolper ich mal so ein bisschen durch und sag erstmal Hallo. Und du fragst ja immer ganz gerne deine Leute so, warum bist du hier und warum hast du diesen Film mitgebracht? Ja, bitte. Warum bist du hier und warum hast du diesen Film mitgebracht? Richtig. Weil du das einzige Format seid, wo ich das Gefühl habe, da kann man das gut unterbringen und nochmal daran erinnern. Denn ich habe gerade bei Capricorn One, den Film von 77, also ein bisschen das Gefühl, dass der so ein Schattendasein fristet. Mhm. Und ich hatte jetzt hier bei dir mir vorgenommen, dass wir zusammen, ich muss nachher noch herausfinden, wie du den Film gefunden hast, aber dass wir zusammen vielleicht ein kleines Plädoyer starten, dass der ein oder andere sich dann diesen Film tatsächlich nochmal zu Gemüte führt, weil darum geht's ja hier. Ich will den so ein bisschen schmackhaft machen, weil ich ihn, wie gesagt, etwas vergessen finde. Und da er aktuell auch und schon seit einiger Zeit auch man kann ihn einfach umsonst schauen auf den üblichen Kanälen. Da liegt er also auch in deutscher Sprache vor und auch in okayen Qualität. Kann man eigentlich an dieser Stelle dann auch pausieren und sich den Film erstmal ansehen. Denn ich fürchte, wir werden den nachher komplett durchbesprechen. Ja. Zumindest wir werden ein paar sehr wichtige Eckpunkte benennen müssen, die den Film immer wieder in eine gewisse Richtung lenken, wovon man sich besser überraschen lassen sollte. Denn der Film fällt in verschiedene Teile auseinander. Das klingt jetzt erstmal nicht gut, aber es ist in dem Film interessant, wie viele Teilfilme oder Untergenres sich dann in diesem Film nochmal tummeln und die dann wirklich fast per Klatschen oder per Zeitbarometer irgendwie voneinander abgelöst werden. Ja. Also zur Story möchte ich da noch gerne nochmal was sagen. Ich bin zu dem Film gekommen und deswegen habe ich den auch so lange im Kopf gehabt, weil den habe ich nämlich schon sehr, sehr früh gesehen. Ich habe so ein bisschen nachvollziehen wollen, wann es gewesen sein müsste, aber ich denke, ich war so 8 oder 9 Jahre alt und der lief damals im holländischen Fernsehen. Ich bin zu der Zeit, weil meine Mutter Holländerin war und wir damals ziemlich viel nach Holland gefahren sind, also bestimmt so jedes zweite, dritte Wochenende wegen unserer Verwandtschaft da unten, bin ich ziemlich viel mit holländischem Fernsehen groß geworden. Und das bedeutet, dass die Filme erstens im Original vorliegen, wenn die dort ausgesendet werden, und zweitens halt mit Untertiteln, ne? Und das war natürlich sowieso schon immer mega spannend, weil Filme nochmal eine ganz andere Authentizität erlangten, dadurch, dass sie originalsprachlich waren und mich das als Kind natürlich fasziniert hat. Und meine Eltern, die haben sich eigentlich auch nie ein Problem daraus gemacht, wenn sie Lust hatten, abends einen Film zu gucken und ich war halt noch wach, ja, dann habe ich den halt mitgeguckt, ne? Die waren da immer schon ein bisschen, bisschen nachgiebiger. Oh, und so habe ich diesen Film also relativ
früh gesehen. Ja, ich habe das bei dir auch schon öfter rausgehört, dass es nicht immer so läuft. Und teilweise ist es auch in meiner Historie nicht immer einfach gewesen. Ich würde das natürlich heute immer beklatschen, weil ich habe ziemlich viele Filme ziemlich früh gesehen. Aber meine Eltern haben mir zum Beispiel auch, wie ich finde, etwas zu früh Freitag der 13. gezeigt. Und was heißt zu früh? Aber da war ich dann wahrscheinlich auch erst so 13, 14. Ach, das geht ja noch. Meine Güte. Es geht noch, ja, ne? Ja, kann man so sehen. Es war vor allem, und das ist ein bisschen Tradition bei mir, es war vor allem der zweite Teil. Und der war ja damals sowieso schon geschnitten. Der war halt, der behielt halt seine Spannung übrig, ne? Und so war das übrigens auch bei Nightmare on Elm Street 2. Das war mein erster Elm Street-Film, oh, der zweite. Oh. Ja. Und deswegen hat er auch einen ganz besonderen Stellenwert bei mir. Und ich finde den auch, jetzt könnt ihr digital schimpfen, ich finde den auch nach wie vor einen der besten, den zweiten. Auch wenn er komplett aus der Reihe fällt und alle seine neuen Betrachtungsformen so widerfahren hat, habe ich den halt damals im holländischen TV im Original zum ersten Mal gesehen. Und da war der vor allem ungeschnitten. Der war ja in Deutschland jahrelang nicht ungeschnitten zu haben. Und ich habe den damals im TV gesehen. Ich fand den massiv beeindruckend. Und das ist ja auch bis heute. Ich finde den unheimlich spannend, den zweiten Teil. Von mir wirst du da keinen Widerspruch hören. Ich mag den tatsächlich sehr. Und ich meine, in den letzten Jahren wurde er ja auch tatsächlich nochmal reevaluiert und rehabilitiert als wirklich maßgebliches Stück queeres Hollywood der 80er Jahre. Und ich habe vor ein paar Jahren mit Daniel drüber gesprochen und wir waren beide sehr angetan. Ich würde auch sagen, ich würde ihn auf jeden Fall so in die Top 3 der Nightmare-Filme stecken. Ja, geht mir ganz genauso. Ja, ich war damals komplett unvorbereitet oder uninformiert, was diesen Charakter Freddy anbelangt und habe den Film halt so genommen, wie er war. Und dann war er für sich genommen einfach ein super spannender Film. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin also, wie gesagt, sehr viel mit holländischem TV oder amerikanischen Originalfilmen in Holland groß geworden. Und das war halt auch einer dieser ganz, ganz beeindruckenden Filme. Und das war komisch, weil ich kam dann damals zurück und dann konnte man sich über diesen Film mit keinem austauschen, weil den hatte ja sonst keiner gesehen. Und so ist er dann irgendwie auch so ein bisschen über die Jahre dann so verschwunden. Und ich habe dann lange auch nicht gewusst, wie der Film heißt, bis ich dann halt zum legendären Lexikon des Science-Fiction-Films kam. Was mich ja maßgeblich beeindruckt hat, was man auch schon öfter gehört hat. Ja, und wie gesagt, jetzt ist es hier so ein bisschen ein kleines Shoutout, ein Plädoyer, sich den Film mal mittlerweile mühelos anzuschauen. Und für mich war der damals auch deswegen spannend, weil meine Eltern mussten mir den auch teilweise ein bisschen nacherzählen, weil ich die holländischen Untertitel nicht so schnell lesen konnte und die amerikanische Sprache auch nicht so geläufig war. Und so haben die sich natürlich ein bisschen so in eigenen Worten das so abgekürzt. Und dann gibt es ja in dem Film noch große, große Teile, gerade nach hinten raus, die ziemlich gut ohne Dialog funktionieren. Also wo man halt einfach auch von den Bildern so verführt wird. Und das ist dann halt auch nachher so alles das, was später in der Wüste passiert. Damit verrate ich jetzt noch nicht zu viel. Sind Teile, diese Jagd in der Wüste und die Hitze, die Männer da erfahren und wie die auf der Flucht sind. Also das hat mich wirklich richtig nachhaltig beeindruckt. Also das war schon fast so ein bisschen für dieses Thema Kindertrauma. Ne? Also das fand ich so krass, wie die da verfolgt werden. Und da gehen wir also nachher auf jeden Fall noch mal ein bisschen drauf ein. Oh ja. Ja. Ja, ich habe den Film dann irgendwann nochmal als ausrangierte Videokassette irgendwie entdeckt und habe den dann jahrelang wieder mal Leuten unaufgefordert gezeigt und habe immer gemerkt, das ist ein schöner, kleiner, gemeiner Film eigentlich im Grunde genommen. Der ist zwar hochwertig und wahrscheinlich auch nicht billig produziert, aber unter heutiger Sicht finde ich, das ist es ein ziemlich kleiner, weil eben vergessener Film, der nicht so den Stellenwert von anderen Klassikern aus dieser Zeit hat. Und deswegen reden wir drüber. Ja. Man sollte sich auch daran erinnern, dass Peter Hyams, der ja vor allem in den 80er und spätestens in den 90er Jahren einfach auch ein großer Name war, regieseitig, der hier auf dem Regiestuhl sitzt, einfach 1977 oder 78, als der Film produziert wurde, noch keine besonders bekannte Größe war in Hollywood. Ich meine, später hat er Sachen gemacht wie das 2001-Sequel, 2010, Presidio, Narrow Margin, die Gene Hackman and Archer-Version hier des alten Film Noir, die mir auch sehr gut gefällt. Relic von ihm finde ich ganz toll. Aber auch seine Van Damme's Time Cop und Sudden Death, den kann ich auch durchaus
gewisse Freuden abgewinnen, aber als er Unternehmen Capricorn machte, war er noch, ich möchte nicht sagen, kein Niemand. Er hatte schon ein paar, vor allem Fernsehfilme, produziert und inszeniert, aber auf jeden Fall keine Regiegröße, möchte ich behaupten. Aber sein Cast ist stellenweise relativ bekannt. Ja, ne? Boah, wer ist da alles drin? Wir haben, das ist also krass, ne? James Brolin, ja. Erstmal, zuallererst, der mir schon so, also überhaupt in Westworld eben schon sehr bekannt ist. Durch Westworld vor allem bekannt ist. Und dann haben wir O.J. Simpson, der hier schauspielerisch irgendwie eine gute Arbeit leistet, finde ich. Also als sportkarger Quotenmann. Ne? Ich find ihn er ist relativ so. Bald nach Ende seiner Sportkarriere, oder? Kann nicht lang gewesen sein, dass sie... Muss so sein. Ja. Muss ziemlich schnell, ja. Aber er spielt das sehr zurückgelehnt. Ne? Und ich finde das gut. Also, wie gesagt, er ist ein bisschen so der Quotenmann, aber ja, dieses Wortkarge, das macht es irgendwie gut. Und so mein absoluter Liebling ist Elliot Gould. Also, ja. Ich mag Elliot Gould sowieso super gerne. Und der spielt halt hier diesen lakonischen Journalisten, der das Ganze dann versucht aufzudecken. Mhm. Aber vielleicht soll man wirklich, und dann hier, ne, Teddy Savalas, kurz auftritt als sympathisch, unsympathischer Pilot. Mhm. Also dieser Schlagabtausch an Dialogen, den er nachher mit Elliot Gould hat, der ist ja einfach nur Gold wert. Sehr schön. Ja, und dann noch Karen Black, ne? Ja, toll. Auch so eine Genre-Veteranin. Und dann natürlich Hal Holbrook als ambivalenter Unsympath. Ja, tatsächlich. Zunächst ambivalent, später definitiv Unsympath. Möchte dir mal wissen. Ja. Die Rollen, die sind in ihrer Erscheinung alle irgendwie so eindrucksvoll, dass auch die kurzen Auftritte echt in Erinnerung bleiben. Für mein Gefühl ist die Besetzung fast schon so ein bisschen überqualifiziert, in dem Sinne, dass dort einige Schauspielerinnen und Schauspieler aufschlagen, von denen ich mutmaße, sie haben noch sehr viel bedeutendere Rollen als die, die sie dann letztendlich spielen. Vor allem eben jemand wie Karen Black oder Telly Savalas, die ja wirklich, ich möchte mal sagen, erweiterte Cameos ist der falsche Ausdruck. Also sie spielen schon für die Handlung wichtige Figuren, aber sie haben vielleicht 3, 4, 5 Minuten Screentime und sind dann auch wieder verschwunden. Ich meine, nichtsdestotrotz schön, sie zu sehen. Und gerade über Karen Black habe ich mich sehr gefreut, aber ich wünsche fast, sie wäre noch mehr in dem Film. Aber dann wiederum, ja. Ich meine, vielleicht auch einfach gut, das so zu genießen und zurückzublicken auf die 70er und sich einfach daran zu erfreuen, dass es die Möglichkeit gab, hier auch in einem relativ, ich möchte nicht sagen, also nicht klein, aber sagen wir mal mittelgroß produzierten Film so viele bekannte Gesichter zu sehen. Keine großen Stars, möchte ich sagen, abgesehen vielleicht von Elliot Gould. Aber der wäre eben auch nie so ein, Superstar. Der war nicht so der klassische Hollywood-Star, sondern schon immer eher jemand, den man auch so für die etwas zwiespältigen, abgehalfterten Figuren besetzt. Also ich denke ja da immer vor allem an seine Rolle dafür, Robert Altman, Der Tod kennt keine Wiederkehr. Ja, fantastisch. Ja. Ich glaube, das channelt er hier irgendwie auch nochmal ein bisschen, oder? Also ich finde, das ist ja auch nochmal stark drin, oder es ist einfach in seinem Charakter gelegen, dass er das gerne spielt. Also ich habe ja eben schon mal gesagt, er ist ein bisschen lakonisch und wie gesagt, da habe ich nachher auch noch so ein, zwei Ideen zu, wie Elliot Gould sich da so aufspielt. Aber mir ist auch aufgefallen, dass sie mit ihrem Cast ziemlich verschwenderisch umgehen. Das stimmt, ja. Genau. Verschwenderisch ist schön. Aber schön. Ja. Also ich habe jetzt mal die Story mal so ein bisschen zusammengeschrieben und werde dann nachher mal erzählen, warum mich das auch so gereizt hat. Weil ich mag das, wenn Filme so Prämissen getrieben sind. Mhm. Also so eine Prämisse an den Anfang stellen und dann damit rumspielen. Jetzt stell dir mal vor, wie das weitergeht. Also, Capricorn One. Kurz vor dem offiziellen Start des ersten bemannten Raumfluges zum Mars wird die 3-Mann-starke Besatzung heimlich aus dem Cockpit der Rakete geführt. Während die nun ferngesteuerte Rakete in Cape Canaveral offiziell vor Live-Publikum ihren Flug gen Mars antritt, werden die 3 irritierten Astronauten darüber aufgeklärt, dass die Mission von Anfang an unter enorm zeitlichen und vor allem finanziellen Druck stand und dass man sich ein Versagen dieser engagierten Mission nicht erlauben könne. Hinzu kommt ein fehlerhaftes Lebenserhaltungssystem, welches die Mission um Jahre zurückgeworfen hätte. Daher habe man beschlossen, das Vorhaben technisch nachzustellen, um die Investoren und das amerikanische Volk nicht zu enttäuschen. Unter Androhung von Gewalt gegenüber der Familien werden die 3 Astronauten gezwungen, bei dieser Farce mitzuspielen. Unter Studiobedingungen werden in einer abgelegenen Gegend in Nevada die rühmlichen Szenen einer scheinbar geglückten Marslandung wochenlang nachgestellt.
Alles ist überzeugend genug, bis ein kleiner NASA-Techniker Ungereimtheiten entdeckt und diese an einen Freund bei der Presse weitergibt. Er bezahlt mit seinem Leben dafür. Als die irdische Zeit zur großen Rückkehr der Astronauten gekommen ist, ereignet sich der eigentliche Plot-Twist. Unter den Augen eines Millionenpublikums explodiert die ferngesteuerte Kapsel beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Auch unsere drei Helden sehen die fatalen Fernsehbilder in ihrem Versteck und erkennen die Auswegslosigkeit ihrer Situation. Sie beschließen die Flucht durch die Wüste. Die Hintermänner des Komplotts beginnen die gnadenlose Jagd auf die drei. Schließlich gibt es jetzt keinen Grund mehr für ihr Überleben. Ihre einzige Chance ist der Reporter Caulfield, der dem Komplott auf der Spur ist. Denn die Unantastbarkeit der NASA, hier Amerika, muss ja gewährleistet werden. Ausufern, ne? Total okay. Selten, dass hier tatsächlich ein Film so detailverliebt bis zum fast bitteren Ende erzählen, aber ja. Ich war überrascht davon, vielleicht hätte man dem Ganzen eine Spoilerwarnung vorwegschicken sollen, aber tatsächlich jetzt beim Wiedersehen, und ich habe den Film zuletzt gesehen, auch im Teenageralter, aber mir ist er nicht so nachhaltig im Gedächtnis geblieben wie dir, ganz offensichtlich, sehr überrascht davon, von diesen wirklich zwei massiven Handlungswendungen. Zum einen diejenige eben, dass die drei Herren nicht zum Mars fliegen. Damit hatte ich insgeheim gerechnet, doch sowas in irgendwo in meinen tiefsten Gehirnwindungen versteckt, diese Erinnerung, dass da was kommt, womit wir nicht rechnen. Der Twist ist nämlich, die fliegen gar nicht zum Mars, die werden vorher aus der Raumkapsel geholt und in Filmstudio geschickt. Und der andere ist eben, dass sie, ja, wie du bereits jetzt rekapituliert hast, nicht zurückkehren dürfen, weil damit wäre eben die ganze NASA und die amerikanische Raumfahrt im Allgemeinen bloßgestellt. Und jetzt gilt es, sich eben dieser drei Herren zu entledigen. Und du hast ja vollkommen recht, wir haben damit mindestens einfach drei oder fünf, vielleicht sogar noch mehr Genres hier im Angebot innerhalb dieses Films, von Science Fiction bis zum Paranoia-Thriller über größere Verschwörungsnarrative, also klassische Thriller-Spannung, da wieder relativ nicht konservativ, aber im besten Sinne konventionelle Action, also einfach mit actiongetriebenen Spannungssequenzen, Thriller-Sequenzen, also unglaublich viel im Angebot. Hat mir echt Spaß gemacht, das Wiedersehen. Ja, genau. Der Film, wie gesagt, hat ein paar Einzelfilme in sich gebracht und ich habe jetzt erstmal so für mich selber festgestellt, das ist erstmal großes Kino für Verschwörungstheoretiker. Ja. Und das haut so richtig schön in diese 70er Jahre Paranoia-Filme rein. Ja. Ne? Und dann kommt halt dieser Genre-Mix dazu. Ne? Es ist ein Krimi im Gewand eines Science-Fiction-Films, es ist ein Paranoia-Film. Naja, und wenn man sich jetzt die in dem geheimen Studio in der Wüste nachgestellten Szenen so anschaut, dann sind die ja so täuschend echt. Und dann kommt auch dieses verwaschene Filmmaterial dazu, das leistet ja auch noch einen Beitrag, dass man eigentlich ziemlich irritiert zurückbleibt. Und die Realitätsnähe, die da irgendwie auch schon, dass man so die Landung auf dem Mond Perspektive dann so gut nachstellen kann, führt den Betrachter irgendwie natürlich nochmal in aller Klarheit vor Augen, wie simpel man getäuscht werden kann. Das ist ja auch später im Film nochmal Thema, ne? Ja. Wie einfach man doch getäuscht werden kann, nur mit den Bildern, die halt über den TV flimmern. Und das liegt natürlich vor allem dann daran, dass der Wunsch nach Erfolg so groß ist, ne? Und dass man das halt einfach auch glauben möchte, ne? Und hier geht es ja dann auch um die, wie sagt er da so, die nationalen Ideale der USA, ne? Die müssen erhalten werden und es geht hier um weltpolitisches Kräftemessen und so weiter. Aber was ich sagen will, ist, das nervt natürlich Leute, die sowas auch nur im Ansatz glauben möchten auch. Nervt so ein Film und auch dies, und wie gut das im Film auch dargestellt ist, ne? Dann mit der Zeitlupe und so weiter, ne? Wie schön das ausgeleuchtet ist. Ja. Da denkt man doch, ja, siehst du? Da siehst du es doch. Das geht, das können die machen. Das ist völlig nachvollziehbar, ne? Und so lässt sich das natürlich echt in die Paranoia-Filme der 70er einreihen. Ne? Es ist auch stark und simplifiziert, die Darstellung wirklich dieses Komplotts, also die Weltbevölkerung darüber hinwegzutäuschen, dass diese drei Astronauten wirklich auf dem Mars gelandet sind. Also ich bin durch verschiedene Gefühle hindurch gewartet beim Sehen des Films. Die erste Wahrnehmung war, das glaubwürdig. Die erste, genau, war eben die Frage nach möglichen Logiklöchern und da gab es eben die ein oder andere Stelle, wo ich mich dachte, ja, ist das wirklich so übers Knie gebrochen? Machen die wirklich jetzt eine Live-Schalte, statt einfach die Sachen aufzuzeichnen und da sitzen wirklich Techniker, denen jemand zuruft und jetzt die Zeitlupe und dann 3, 2, 1 auf den Knopf gedrückt, statt einfach dieses Zeug vorab aufzuzeichnen, um einfach möglichen
technischen, inszenatorischen Problem aus dem Weg zu gehen. Also das ist so risikoreich, die ganze Sache, wie das angelegt ist. Das muss eigentlich in die Hose gehen. Und dann kam aber die Erkenntnis, ach nein, Peter Himes und seine Drehbuchautoren, die erzeugen damit einfach Spannung mit diesem sehr, sehr simplen Kniff, indem sie das alles ab wirklich so inszenieren, als sei das unglaublich mit heißer Nadel gestrickt. Und immer wieder darauf hinweisen, dass da nur 5 bis 10 Leute Bescheid wissen und das könnte jederzeit in die Binsen gehen und alles nicht funktionieren. Und darüber konnte ich mich... Mit diesem Gedanken konnte ich mich sehr gut darüber hinwegtrösten, dass das alles sehr, sehr wenig glaubhaft ist, was wir da sehen. Das ist egal, ja. Weil das Spannende ist ja, dass du als Zuschauer zum Komplizen wirst. Mhm. Das machen solche Filme ja immer wieder gerne. Wir würden doch eigentlich ganz gerne, dass unsere 3 Astronauten das ganze Ding überleben, dass das Ganze also an die Öffentlichkeit kommt und dass der ganze Trickbetrug da irgendwie auffliegt. Aber dennoch fiebern wir mit, dass das jetzt gut geht. Ja, klar. Wenn die diese Szenen da so abfeuern, dann wollen wir in dem Moment, dass die Illusion eigentlich funktioniert, warum auch immer. Na, wir fiebern mit, dass der große Fake, ja, dass der zutrifft, ne? Also dass er funktioniert. Das ist doch schon komisch. Wir sind da echt Komplizen. Absolut, in dem Moment. Das finde ich ganz, ganz eigenartig. Also ich habe jetzt überhaupt, wenn man mal das ganz große Thema aufmacht mit Verschwörungstheorien, was dieser Film ja an mehreren Stellen auch andeutet, weil auch der Reporter Caulfield, der eine tragende Rolle im zweiten Teil spielt, im zweiten Teil des Films, von seinem Chefredakteur ja immer mal wieder darauf hingewiesen wird, ja du warst ja auch der Meinung, dass es da mehr als nur einen Schützen bei Kennedy gab und so. Und da werden ja so ein paar Sachen einfach mal so als Bomben reingeworfen, wo man auch denkt, ah ja. Ne? Ja. Und ich habe mich dann selber mal gefragt, ich habe immer so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, vielleicht soziopolitisch, wir haben Interesse an Verschwörungen und warum sie gewollt sind oder warum sie funktionieren oder warum da Leute dran festhalten oder was sie daran funktioniert. Und ich glaube, also warum dieser Glaube an abstruse Theorien? Und ich glaube, das liegt daran, weil das bedeuten würde, dass noch jemand die Fäden in den Händen hält. Das ist ein unheimlich beruhigendes Gefühl, dass jemand noch die Fäden in den Händen hält, weil wenn eine Pandemie tatsächlich unkontrolliert ist oder tatsächlich jedermann Flugzeuge in Hochhäuser steuern kann, ja, dann zieht einem das doch den Boden unter den Füßen weg. Ja, absolut. Dann wäre alles willkürlich und alles ist komplett außer Kontrolle. Das wäre schlimm. Und deswegen sagen wir lieber, nee, da ist noch irgendein Plan dahinter. Auch hier Umweltkatastrophen, das ist erfunden. Na, zum Glück. Und die Konspiration bedeutet nämlich auch Lenkung und Kontrolle. Ja, ja, ja. Das ist so komplett nachvollziehbar. Da gibt es natürlich nochmal zwei maßgeblich voneinander unterscheidbare Arten von Verschwörungsnarrativ. Das eine ist zum Beispiel negativ konnotiert, wie jetzt das JFK-Attentat oder meinetwegen dann die Covid-19-Pandemie. Sei es drum. Ich hoffe, wenn Menschen das hören, ist das alles ausgestanden. Und dann gibt es auch wiederum die gar nicht so negativ konnotierten Dinge, wie eben die fingierte Mondlandung oder eben hier eine fingierte Marslandung oder Marsmission. Und das rekurriert ja hier natürlich auf das quasi, ich möchte nicht sagen, die Mutter aller Verschwörungstheorien, aber die Großtante aller Verschwörungsnarrative, eben dieses von der fingierten Mondlandung, was ja 77 auch schon seit fast ein Jahrzehnt unterwegs war. Aber eben auch auf so Sachen wie die Aliens in Area 51. Die sind jetzt eigentlich eindeutig negativ belegt. Trotzdem wollen eben Leute, obwohl man da nicht nach einer Erklärung suchen muss, sondern auch einfach sagen könnte, naja, gut, das ist so ein war vielleicht so, war vielleicht auch nicht so, suchen irgendwie nach einer Erklärung. Also da kann ja nicht tatsächlich das Heilsversprechen darin liegen, dass man sagt, ich kläre das irgendwie auf, sondern die Leute haben einfach eine Neugier. Aber worauf eigentlich? Weil sie denken, Lichtpunkte am Himmel sind automatisch Aliens und Menschen können nicht zum Mond reisen. Ich frage mich immer, woher das kommt, die Besessenheit mit solchen Gedankenspielereien, dass das alles nicht wahrhaftig sein könnte, was uns da die Autoritäten erzählen. Dann wiederum merke ich eben an mir selber, wenn ich sowas wie das hier gucke, ich finde es ja auch extrem reizvoll. Also so als filmische Fiktion. Es ist schon reizvoll, da liegt schon ein Reiz, sich sowas anzugucken und sich diesen Gedankenspielereien hinzugeben. Ich war dann ein bisschen tiefer gegangen. Ich habe mich dann gefragt, wenn ich jetzt Teil der Verschwörung selber wäre, also ich wäre jetzt einer dieser Astronauten, dann frage ich mich halt, wie funktioniert die Psychologie der Ereignisse da? Mhm. Also der Film und auch vor allem die Figuren da drin, die versuchen uns ja immer mal wieder, auch während des Films, die Prämisse des Films immer wieder mal neu zu verkaufen. Für mich ist Patriotismus nämlich die Antriebsfeder des ganzen Unternehmens. Ah. Und es geht bis hin zur Täuschung, und es geht bis hin zur Verschwörung. Und weil dann ist dann von der Moral eines desillusionierten Amerikas und
Rede und das Land der unbegrenzten Möglichkeiten darf man nicht enttäuschen. Und wir werden dann direkt zu Beginn der Mission ja von diesem Cheftechniker, der die drei da erstmal in die Kapsel lässt, ne? Das ist ja der erste Mensch, direkt am Anfang des Films, der uns und die drei nochmal darauf hinweist, dass diese Mission ja seinen Lebenssinn erfüllt. Und diese Aussage, die steht nachher immer noch stellvertretend für die Crew und also die dahinter funktioniert. Mhm. Und sogar derselben Crew, die dann nachher die Verschwörung auch erstmal deckt und schützt. Ne? Und das ist halt, wie gesagt, so ein bisschen dieser Patriotismus, der hier über die Astronauten so ausgeschüttet wird und sie erstmal abholt. Ne? Und da habe ich mich gefragt, wenn ich da selber drin stecke, woran liegt denn das? Ne? Warum mache ich denn da mit? Und das ist natürlich eine Quatschfrage, weil ich bin kein Amerikaner und ich glaube, es ist eine sehr amerikanische Idee, wenn der Amerikaner sagt, also ich bin für eine Diktatur nicht empfänglich. Ne? Ja. Diktatur, das gibt's bei mir nicht. Aber was wir hier schon haben, ist ein totalitäres System im Mini-Format. Denn wenn man erstmal im selben Boot sitzt, ne, wenn einen das erstmal so von oben beherrscht, dann will man sich das ja auch gut reden. Und so ist es auch bei unseren drei Astronauten, denn zwei Drittel der Astronauten, die wollen die Lüge immer erstmal unterstützen. Und die reden sich dann mit unterschiedlichen Argumenten froh. Ja. Ne, wie dem Patriotismus oder aber spätestens die Familien. Und hör doch mal. Ne? Und so fügen die sich passiv immer wieder ein, bei der Täuschung mitzumachen. Also es ist interessant, wie man dazu neigt, Dinge auch mit zu unterstützen, weil man ja sonst die Hand beißt, die einen füttert. Ne? Das ist halt auch so eine ganz komische Sache dabei. Vielleicht bin ich ja so ein bisschen... Ja, ich weiß auch nicht, so ein bisschen ins Lavieren gekommen, aber das ist mir halt durch den Kopf gegangen, ist, warum unterstützt man ein System, wo man eigentlich weiß, dass es nicht richtig ist, was man da tut, ne? Und das ist, wird ja hier schnell weg erklärt mit Patriotismus und wir haben eure Familien im Griff, ne? Und ihr solltet mal besser gut mitmachen, ne? Aber das ist schon noch ein bisschen mehr. Die Psychologie der Fügung in der DDR über Jahrzehnte, ne? An das System zu glauben, was einen nähert. Das ist interessant. Naja, es sind doch, man merkt auf jeden Fall, dass du mit dem Film deutlich länger gelebt hast als ich und du Zeit gehabt hast, dir darüber ausführlich Gedanken zu machen. Denn so in dieser Art und Weise, wie du es formuliert es der Film natürlich nicht. Man könnte sogar sagen, die beiden Astronauten neben James Brolin, nämlich hier Walker und Willis, sind weitgehend stumm. Die stehen die meiste Zeit eigentlich nur in der Gegend rum und geben mal kleinlaut Widerworte im Sinne von, ja, komm, spielen wir doch mit, was soll's. Aber so richtig gut und schlau vor allem und nachvollziehbar können sie gar nicht formulieren, ihre Gründe. Aber die werden schon darin liegen, in dem, was du da gerade sagst. Zudem ist natürlich auch immer die Frage, die wir uns stellen, aber eben vor allem die Astronauten wahrscheinlich auch stellen, ist, was wäre denn die Konsequenz, beziehungsweise was wäre denn die positive Folge davon, wenn wir das Ganze jetzt auffliegen lassen würden? Unsere Karrieren wären ruiniert, das ganze Raumfahrtprogramm wäre ruiniert, der Job unseres Vorgesetzten des NASA-Chefs wäre ruiniert, alle unsere Leben wären ruiniert. Wir leben noch nicht in einer Zeit, in der man quasi so eine Zweitkarriere starten kann als irgendwie Opfer irgendeiner Affäre und dann eine schillernde Social-Media-Persönlichkeit werden kann. Also wenn die versagen auf ihrer Mission und daran wären sie ja Teil, also die menschlichen Teile des Scheiterns dieser Mission, dann hätten die keine zu berufliche Perspektive in irgendeiner Art und Weise. Insofern, ja, da spielt vieles mit rein. Eine Verpflichtung, ein sicher auch Gefühl des Patriotismus, der patriotischen Verbundenheit zum Heimatland und der guten Sache und zu der stolzen Geschichte Amerikas, aber eben auch einfach ja die Alternativlosigkeit. Weil ich habe mich auch gefragt, was sollen sie denn tun? Was wäre denn jetzt die Konsequenz, wenn O.J. Simpson oder James Brolin oder Sam Waterston jetzt sagen würde, nee, ist nicht, mache ich nicht, ich gehe nach Hause, lass mich raus. Ja, er brächte die anderen auch extrem in eine Drucksituation. Und das vielleicht auch in Lebensgefahr, weil da mutmaßlich auch Menschen mit Pistolen im Anschlag vor der Tür warten, die nur darauf warten, die zu erschießen alle. Mhm. Wer weiß. Mhm. So würde es ja dann noch sein, genau. Und deswegen, das ist aber auch so ein Nebenschauplatz. Ich habe natürlich auch interessanterweise, wie gesagt, als Zuschauer ist man bei Filmen ja häufig irgendwie so Kind zweier Welten. Das habe ich vor allem bei Gerichtsthrillern, also oft das Gefühl, wenn ich so zwei Plädoyers nebeneinander höre, und dann muss man so ein bisschen zugeben, dass wenn das Plädoyer der Gegenseite irgendwie auch gut ist, dass man da plötzlich irgendwie denkt, ah ja, stimmt. Also ja doch, ne, so könnte ich mir das auch vorstellen. Und ich muss dann nochmal gerade irgendwie so ein bisschen diesen Charakter dieses Dr. Callaways
nochmal herausstellen hier, also auch des Schauspielers Hal Holbrook, der übrigens unglaublich alt geworden ist, ne? Der ist erst vor einem Jahr gestorben. Also ich meine, um Gottes Willen, dann ist er schon vor einem Jahr gestorben, aber der ist irgendwie bei einer 100 geworden, glaube ich, irgendwie. Ja. Also irre Schauspieler, also wie man einen Schauspieler, eine Schauspielkarriere darauf aufbauen kann, dass man unsympathisch ist, das verdient ja auch großen Respekt. Und wenn der seinen Monolog relativ am Anfang des Filmes schon hält, wo er die drei Astronauten zum ersten Mal aus der Kapsel holt und sagt, so, ihr müsst jetzt Teil einer Verschwörung werden. Und der dann in diesem Monolog das ganze Ausmaß und das Dilemma dieses Plots perfekt zusammenfasst. Wenn er dann versucht, die drei so mit dem Hinweis auf diese nationale Bedeutung des Marsfluges und ja, irgendwie, wie gesagt, die größeren Ziele, da ist ja dann auch die Rede von, versucht er die ja zur Kooperation zu bewegen. Und wenn, das macht er so gut, man muss ihm einfach glauben. Ja? Also auch wenn man seine Methode gleichzeitig irgendwie total verurteilenswert findet, ne? Aber seine Ansprache, die durchaus auswendig gelernt wirkt, weil die ist gespickt mit Anekdoten und zwischenmenschlichen Schwächen angereichert, ne? Und vom Traum der Menschheit und dem Opfer ist ja da auch die Rede. Und man hätte ja auch den Kongress im Nacken, aber man kauft ihm erstmal ab, ach Gott, der Arme, ja, der hat es auch nicht leicht so ungefähr. Ne? Und wie der diese Rede vorbereitet hat, um diese drei Jungs da erstmal abzuholen in ihrem ersten Entsetzen, das ist schon ein Highlight des Films, wie der das spielt. Das mag jetzt ein minutenlanger Monolog sein, ähnlich wie meiner gerade, aber es ist im Film auch toll, diesem Mann zuzuschauen, wie der das runterspielt. Es ist absolut packend tatsächlich und auch inszenatorisch ganz großartig. Also wir haben tatsächlich doch mal manchmal so Gegenschnitte auf die drei Astronauten, die stumm am Tisch sitzen, aber die Szene gehört alleine, Hal Holbrook, und die Kamera fährt ganz langsam rein, bis wir wirklich eine extreme Nahaufnahme seines Gesichts haben, auf der dann diese Szene endet. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, die haben das in einem Take gedreht. Also wahrscheinlich haben sie mehrere Takes gedreht, aber dann eben einen genommen am Ende des Tages oder nicht zusammengeschnitten. Das ist großartig performt und ein brillantes Stück einfach Propaganda, wie du schon sagst, also perfekt einstudiert mit scheinbar beliebig eingestreuten persönlichen Anekdoten, so, ach, hier weißt du doch, wir früher hier auf der Academy und du hast immer zu mir gesagt und dann saßen wir abends in der Kneipe und du hast mir doch gesagt, hier, und also er erinnert quasi auch so, nicht nur, er appelliert nicht nur auf einer moralisch-ethischen Ebene und auf der des nationalen Stolzes und Patriotismus an seinen Untergebenen Brubaker, wie er ihn nennt, sondern eben auch auf einer ganz persönlichen. Ich war da auch so drin, tatsächlich. Ich habe es fast bedauert, dass die Szene irgendwann vorbei war. Ja, also das saugt einen wirklich an. Ich bin sowieso ganz froh darum, wie dieser Film auch so beginnt. Der hat ja diesen Mut eines langen Szenenaufbaus. Ne? Wir sehen ja diese Rakete an Cape Canaveral und dann dahinter geht ja so langsam die Sonne auf. Ne? Ja. Und wie dann die Musik von Jerry Goldsmith reinspielt, Das ist schon so ein bisschen wie eine Ouvertüre, ne, was man sich heute gar nicht mehr traut bei Filmen. So eine richtige Ouvertüre an den Anfang zu stellen. Und damit so ganz galant in den Film und in den Dawn einer neuen zynischen Menschheit einzuleiten. Ja. Ne, Dawn of Man, Dawn of zynischer Menschen. Das ist schon so ein Ding. Ich habe das dann gerade so reingesehen und ich finde das immer ganz faszinierend. Ich muss mich selber immer mal wieder daran erinnern, warum ich Filme eigentlich mag. Und ich mag sie eigentlich aufgrund des Mutes eines langen Szenenaufbaus und einer Langsamkeit auch, die einen so reinsaugt. Ich habe den Film ja jetzt nochmal in der Vorbereitung nochmal schnell eben gucken wollen, habe das dann auch nicht mit der DVD getan, sondern ja, ne, so undankbar, wie es nur irgend geht, auf dem Stream geguckt und dann auch noch bei YouTube. Und da müsste der Film im Grunde genommen ganz, ganz viel verlieren, aber bei diesen Szenen, wie diesem Monolog beispielsweise oder auch dieser tollen Aufnahme nachher, wie dann diese Marslandung fürs TV erstmal erfolgreich inszeniert worden ist. Ja. Ne? Und dann wird das mit den Studioaufnahmen kombiniert, wie die Kamera so ganz langsam aus dem Set herauszoomt und die Falschheit und das Inszenierte immer deutlicher wird. Ne? Und darunter wird dann diese Ansprache des Präsidenten, wir haben am heutigen Tag stolz zu sein, so miteinander kombiniert, wie es ja widersprüchlicher kaum sein kann. Das ist so zynisch. Ne? Ja. Und das funktioniert nur, weil das so eine langsame Kamerafahrt ist und wir
die Geduld haben müssen, uns diese Sprache, diese Ansprache vom Präsidenten, die gespickt ist mit Plattitüden, anhören zu müssen, während wir visuell die ganze Inszenierung und die Falschheit dessen aushalten müssen. Das kann nur die Langsamkeit erreichen. Ja, absolut. Und es bringt uns natürlich auch wieder in so eine ambivalente Gefühlslage, in der wir zum einen natürlich eigentlich das, was die Astronauten und Calloway da tut, verurteilen müssten, weil sie begehen ja Betrug an der amerikanischen Bevölkerung. Da werden wertvolle Steuermillionen oder Milliarden einfach so verpufft, weil es offensichtlich da einfach schlechte Verträge gab mit Dienstleistern, die da Sicherheitssysteme der Kapsel installieren sollten. Und auf der anderen Weise werden uns eben aber auch die Regierungsoberen als so korruptes, nicht jetzt mal nur so politisch korruptes, aber auch persönlich moralisch korruptes Pakt präsentiert. Also der Präsident tritt ja niemals wirklich so in Erscheinung, ist offensichtlich desinteressiert überhaupt an der amerikanischen Raumfahrt. Der Vizepräsident, den wir zu Beginn kurz zu Gesicht bekommen, ist ein Spanner, der erstmal hier beim Raketenstart irgendwie eine Assistentin mit seinem Fernrohr auf die Fernglasser auf den Hintern guckt. Also das ist alles so. Im Grunde wünschen wir denen ja auch, dass sie auf die Nase fallen oder betrogen werden, möchte ich mal sagen, dass man es denen mal so zeigt. Ja, da kommt noch diese tolle Zeile von Hal Holbrook, das muss ich dich leider unterbrechen, wo er sagt, wisst ihr, wer heute da war? Nicht der Präsident, der Vizepräsident. Der Vizepräsident und seine fette Frau. Das ist so respektierlich, unglaublich. Aber es bringt in einem Satz zum Ausdruck, wo die sich gerade befinden. Die sind im Engpass. Die brauchen Gelder, sie brauchen Zukunft, sie wollen ihren Job irgendwie, wie gesagt, sichern. Und alle sind gegen sie. Und das spiegelt ja auch durchaus ein bisschen die Sichtweise dieses zynischen Amerikas wieder, das so in diesen 70ern irgendwie auch wirklich da war. Ja. Deswegen finde ich auch so toll, dass der Elliot Gould als dieser Reporter so diese Gegenposition einnimmt. Ich glaube, als dieses Wunder der Marslandung passiert, da guckt er, glaube ich, noch nicht mal zu, oder? Ich glaube, es gibt keine Szene im Film, wo der da auch gebannt am Fernseher sitzt, sondern wahrscheinlich war er eintrinken. Das beeindruckt ihn nicht sonderlich, das stimmt, ja. Überhaupt nicht. Der ist halt irgendwie, der steht halt so für das Amerika der Gegenwart, finde ich, ne? Und der hat so eher weltliche Bedürfnisse und weltliche Probleme. Ja, ja. Und der ist eher so an so eine Art von Watergate-Desillusion interessiert. Ja. Ne? Auch ganz klar so besetzt, Entschuldigung, dass ich dich da kurz unterbreche, aber eben auch in seinem Zusammenspiel mit Karen Black, in dem wir eben da zum ersten Mal sehen, auch ganz bewusst, glaube ich, auch zwei Schauspieler von Peter Himes, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Ich habe vorhin gesagt, die Drehbuchautoren, aber das war eben Peter Himes selber, der auch das Skript geschrieben hat. Ich glaube, auch ganz gezielt in dieser Rolle besetzt, weil er eben auch genau wie Karen Black auch in einem minderen Maße, aber auch so dieses New Hollywood und diesen zynischen Blick eben auch auf die zeitgenössische US-Historie widerspiegelt. Ich meine, Elliot Gould ist einfach so ein klassischer Altman-Darsteller, der eben auch so dieser Tradition des neuen Hollywood-Kinos erwachsen ist, dass eben der eben in Filmen mitgespielt hat wie M.A.S.H. oder Tod kennt keine Wiederkehr, die eben auch einen sehr, sehr sardonisch-zynischen Weltblick haben. Und Karen Black eben auch, die ja auch mit Filmen wie Five Easy Pieces oder Bird Offerings dann später groß geworden ist oder bekannt geworden ist. Also auch Filme, die einfach mal so gegen etablierte Normen des filmischen Erzählens bürsten. Und die passen da wunderbar rein. Also im Gegensatz zu so klassischen, zumindest archetypischen Hollywood-Figuren wie eben O.J. Simpson, James Brolin, die privat vielleicht politisch auch ganz anders ticken, wer weiß das schon. Aber die haben so allein, was ihren Look betrifft, sehr viel besser da reinpassen, so klassische Hollywood-Heldentypen. Also vor allem eben James Brolin mit seinem kantigen Kinn, das so ein klassische Heldenfigur eigentlich. In einem konventionellen Hollywood-Film wäre der strahlende Held. Absolut, ja. Wenn ich dann mal so diese zweite Hälfte des Films, oder es ist schon fast ein drittes Kapitel eigentlich, wenn dann so diese Hetze in der Hitze beginnt, also genau diese Szenen, die mir als Kind so lange in Erinnerung geblieben sind, dann sind diese Szenen, die im zweiten Teil des Films so aus dem Science-Fiction plötzlich so ein Chase-Movie machen, jetzt habe ich es nämlich, die finde ich besonders authentisch. Also ich finde das so, dieses Strapaziöse unter der Sonne und dass man so an Originalschauplätzen gedreht hat und dass die Hitze und der Staub echt sind, ne? Und der Staub, der klebt auch an den Akteuren und der Schweiß, der ist auch echt. Und dann hast du dieses drückende Flirren der Hitze und das lässt so den fliehenden Menschen so im Ausmaß zu dieser Wüstenlandschaft wie so kleine kriechende Insekten aussehen. Ja. Und die sind komplett verloren und die sind weithin sichtbar. Und das ist ja dann irgendwie auch nicht zufällig, dass die Helikopter, die dann ab jetzt unsere Helden verfolgen, sowieso aggressive Insekten anmuten.
So wie so übergroße Libellen, die kleine Larven fressen wollen. Wo es ist ja aufgefallen ist, die Helikopter, die kommunizieren ganz eigenartig miteinander, indem sie sich so zueinander drehen. Was Quatsch ist, weil die haben ja eigentlich garantiert Sprechfunk. Ja, die müssten sich nicht so, aber sie scheinen sich wie zwei Tiere einander zuzuwenden und sich abzusprechen, nur noch da lang fliegen, ja, ist okay, dann fliegen wir doch da nochmal da lang, so. Und das ist so eine gruselige Optik, absolut, ja, die das machen, sich miteinander zu kommunizieren. Und ganz schlimm ist ja dann auch diese Szene, wenn Willis, dem Astronauten, den sie dieses Attribut des Witzeerzählers gegeben haben, ne? Wenn der seinen ausweglosen Klettermarathon am Berg dahin legt, ja, und dann endlich oben ankommt. Und dann warten diese Helikopter schon oben. Die warten einfach schon die ganze Zeit darauf, dass er einfach über diese Kante guckt. Das heißt, die ganze Kletteraktion, da haben die einfach nur abgewartet. Und das ist etwas, was die Sinnlosigkeit seiner Anstrengung komplett erhöht, ne? Ja. Ich finde das so fies, Es erschien mir, zeitweise ein bisschen wie so ein auf die Spitze getriebene Variante des Szenarios, das wir aus dem Spielberg-Film Duel kennen, dem frühen Fernsehfilm, den er gemacht hat. Auch mit diesem Truck, mit dem Fahrer, den wir niemals sehen, der unsere Protagonisten in dem Film verfolgt. Aber nochmal eben auf die Spitze getrieben, weil es eben zwei sind und weil sie eben noch deutlicher, ich möchte sagen, fast schon menschliche Züge kriegen hier, diese Fahrzeuge, diese Gefährte. Ja, obwohl dadurch, dass sie durch die Luft kommen, irgendwie artifizieller und noch bedrohlicher wirken als etwas, was auf vier Rädern muss. Ja. Sie machen es ein ganz klein bisschen kaputt, indem sie sich am Ende des Films dazu entscheiden, die Piloten zu zeigen. Ja, schade, da dachte ich auch. Das hätte ich nicht gemacht. Das hätte ich irgendwie versucht, anders zu lösen. Aber na gut, sie mussten irgendwie die Verengung des Fluchtweges irgendwie verdeutlichen. Mhm. Ne? Das ist aber auch so mit diesem, also nochmals, dieser Klettermarathon von Willis mit diesem, kombiniert mit diesem Witz, den er da so sich selber erzählt. Und am Ende kommt dieser Spruch, sie ist auf dem Dach, verstehst du, sie ist auf dem Dach. Und er ist ja dann in dem Moment auch oben angekommen. Das mag ein bisschen Holzhammermäßig sein, hat mich immer tierisch beeindruckt schon wieder. Ne? Ja. Und ich sag mal, hier die Wüste, ne, die wir im Hintergrund sehen. Lag das an der Musik von Goldsmith? Oder warum hat mich das die ganze Zeit an Planet der Affen erinnert? Weißt du da was drüber? Was ist das für eine Frage? Das ist so nur einfach deine persönliche Wahrnehmung. Also ich denke mal, sind das nicht ähnliche Kulissen irgendwie? Könnte das nicht auch aus Planet der Affen sein? So, ich meine, habe ich da was wiedererkannt? Irgendwie kam mir das nur so vor. Nicht, dass ich wüsste, ehrlich gesagt. Also mir ist diesbezüglich nichts aufgefallen. Ich finde eben auch Goldsmiths Score, so toller hier ist, sehr viel weniger experimentell, als er knapp 10 Jahre zuvor für Planet der Affen war. Also ich muss sagen, Planet der Affen ist nochmal so ein anderes Qualitätsniveau. Wobei ich hier seine Arbeit sehr, sehr toll finde. Aber also mir ist diesbezüglich nichts aufgefallen. Aber hey, maybe. Ja, Felsen sind irgendwie Felsen. Ne? Ich habe ja auch diese Leute, die immer irgendwelche Backlots glauben. Die USA sind so groß. Die sind so groß. Ja. Ja, man möchte das wahrscheinlich irgendwie auch. Ja. Übrigens so groß, ne? Also um das jetzt mal abschließend nochmal zu thematisieren, dieses Alleinsein in der Wüste, das ist ja so, das hat ja sowas von, also nicht Platzangst, aber das ist ja das Gegenteil, diese Agoraphobie, ne? Dass so diese Angst vor weiten Flächen und dieses Verlorensein, das ist also so ein ganz eigenartiges Thema, was da nochmal so drin ist. Ich glaube, ich komme da immer wieder drauf zu sprechen, weil mich das als Kind so mitgenommen hat, dass diese so ausgeliefert sind. Und dann gibt's diese Szene, wo dieser Skorpion noch über dieses Gesicht geht und er kann sich nicht wirklich rühren, weil er das Gefühl hat, dann entdeckt werden zu können oder sowas. Und was ihn dann auch noch zwingt. Ach, na, weißt du, was ich da verwechsel? Das ist interessant. Ist das in diesem Film, wo er dann die Schlange essen muss, oder ist das in Westworld? Klar ist sie eine Schlange. Ja, aber irgendwie, ich habe ja sowieso die ganze Zeit immer wieder so eine Westworld-Analogie laufen. Nee, wird eine Schlange gegessen. Doch. Doch, ne? Ja. Meiner müsste sich irgendwie ernähren zwischendurch. Also das Thema wird auch geklärt. Spannend. Es ist maximal, also die Verzweiflung, die die Astronauten spüren, der sind wir auch als Publikum in größtmöglicher Form, soweit es eben Kinobilder vermitteln können, eben auch ausgesetzt, finde ich, auch durch eben Momente wie die mit dem Schlangenverzehr und die mit dem Felsen hochklettern und dem Durst und Hungertod nahe da durch die Wüste irrend. Aber eben auch, wenn zum Beispiel James Brolin dann gewahr wird, dass seine Mitstreiter, also Simpson und Sam Willis, genau, getötet worden sind, einfach nur in Form dieser Leuchtrakete, die dann vom Himmel aufsteigt und eben sich wieder absenkt. Das ist ganz großartig auch, dass der Film auch da auf
Dialoge vollkommen verzichtet, weil der Film ist vorher zuvor sehr, sehr redselig. Man möchte manchmal sogar sagen, haltet doch mal die Klappe. Also nicht, dass die Figuren nicht immer maximal charismatisch sind und die Dialoge und Monologe, die wir hören, immer sehr interessant sind, aber es wird sehr, sehr viel erklärt und regelmäßig auch nochmal so die Storyline rekapituliert, so von wegen, was ist bisher passiert, wo sind wir jetzt gerade. Aber in diesen späten Momenten ist der Film relativ schweigsam und verlässt sich da wirklich ganz auf die Bilder. Hier von, ist das Robert Butler? Nee, Bill Butler, Entschuldigung. Und den Score von Goldsmith. Und finde ich unglaublich stark einfach. Dadurch hat es fast schon, wir haben ganz viele Genre vorhin aufgezählt, fast schon sowas Horrorfilmhaftiges, weil das haben wir auch noch vergessen. Also da wirkt er fast schon wirklich wie so ein echt treibender Suspense-Film einfach. Also ich bin da wirklich in Schwitzen geraten und nicht nur wegen der Hitze da in der Wüste, sondern einfach, weil ich es wirklich, wirklich auch belastend fand, dem zugucken zu müssen. Mhm. Weil, also der Film ist ja in seiner Weltsicht, die er hier porträtiert, so oft so ultra misanthropisch und pessimistisch und geradezu zynisch, dass ich wirklich, weil ich auch keine konkrete Erinnerung mehr hatte an den Film, lange Zeit wirklich damit rechnete, die gehen jetzt alle drauf. Das ist das, womit der Film enden wird. Die gehen, die werden alle sterben und wir werden am Ende halt den lachenden Dr. Calloway haben, der in der Kamera sagt, ja, die armen Astronauten. Und ich habe mich gefragt, ob so ein Ende existiert, vielleicht sogar irgendwo hier im Giftschrank. Da fällt mir mal wieder übrigens auf, wie wenig man über diesen Film tatsächlich weiß und in Erfahrung bringen kann. Also es gibt keine geedelten Blu-ray-Versionen, zumindest meines Wissens jetzt nicht, die dann nochmal so mit 1000 Kommentaren um die Ecke kommen, wo wir das alles hätten entnehmen können. Wir müssen uns das ein bisschen selber zusammenreimen, was aber auch Spaß macht. Also ich hab jetzt für mich selber nochmal so die Erkenntnis, dass das mit den aufgesprungenen Lippen und so weiter, du hast recht, man möchte die ganze Zeit während des Films irgendwie trinken und auch hat man das Gefühl, wenn ich im ersten Teil des Films aus dem Raum gegangen bin, weil ich mal irgendwie indisponiert war und ich komme dann später in den Film zurück, da habe ich das Gefühl, das ist ein neuer Film gestartet. Ne? Also so unterschiedlich, wie du schon eben beschrieben hast, sind ja am Anfang so diese wirklich sehr story-driven Situationen, wo alles so exponiert und exponiert wird und am Ende ist dann nur noch dieses, wow, dieser Kampf ums nackte Überleben. Ne? Und ich finde das sehr spannend, einen Film so aufzubrechen in so zwei unterschiedliche Teile. Das finde ich, hat man irgendwie noch selten gesehen. Wir haben natürlich Timeline-Probleme. Also ne, ja. Das muss man schon ganz klar so sehen. Am Ende ist es so, da sind diese drei auf der Flucht und das wird ja immer so gegengeschnitten mit den Untersuchungen oder den Fortschritten, die dem Journalisten dann passieren. Mhm. Und die haben aber eine ganz seltsame, also irgendwie keine Kohärenz. Ne? Also während die Flucht sich dann über wenige Stunden erstrecken kann, höchstens, weil es ist auch immer Tag meistens, hat man das Gefühl, dass die Recherche im Hintergrund über Tage geht, über Tage und Wochen sogar geht. Mhm. Ne? Und das wird immer so gegengeschnitten, als würde das alles gerade genau zeitgleich passieren. Ne? Das ist also so ein bisschen schwierig, das vom Zuschauer heutzutage so abzuverlangen, dass er das so übereins bringt. Ja, der Film hat da Schwierigkeiten, möchte ich sagen. Ich habe mich gefragt, ob es vielleicht darauf zurückzuführen ist, dass das Szenen fehlen, dass vielleicht das Editing da anders konzipiert war oder das Drehbuch zumindest anders geschrieben war, als es dann im Editing gelöst wurde. Mhm. Ich bin mir nicht so sicher, da scheint hier und da was zu fehlen. Finde ich jetzt letztendlich nicht so problematisch, weil spannend ist es so oder so. Und wie gesagt, da dienen auch manchmal so einfach die vermeintlichen Logikschwächen dazu, die Spannung noch zu befördern hier und da. Aber ja, also ich habe mich auch zwei, drei Mal an der Stirn gekratzt und dachte, wie, was, wo, weil, also mir fiel es besonders auf, zum Beispiel in der Actionsequenz mit Elliot Gould als Robert Caulfield, bei dem ich mich immer fragte, ob er nach Holden Caulfield, also dem Protagonisten von Fänger im Roggen benannt ist, weil Caulfield ist für mich einfach so ein einfach sehr, sehr bedeutsamer literarischer Name und Fänger im Roggen, einfach so ein Standardwerk aus dem amerikanischen Schulunterricht. Ja, okay. Also, es ist für mich so als Figurenname ein bisschen verbrannt oder vorbelastet, möchte ich mal sagen. Deswegen war ich überrascht, die Figur hier so mit anzusehen. Aber gut, vielleicht auch wirklich einfach nur dem Zufall geschuldet. Aber zurück zur Verfolgungsjagd. Also nicht ist ja keine Verfolgungsjagd. Ihm werden die Bremsen an seinem Auto gekappt oder sein Motor rummanipuliert und er rast dann eben mutmaßlich mit, so zeigt der Tacho an, 100 Meilen angeblich durch die City. Und ich dachte mir, nee, so funktioniert das Ganze nicht. Also das ist nicht der Effekt, den einfach eine durchgeschnittene Bremsleitung hat. Also im besten Falle hältst du eine gewisse Geschwindigkeit und verlangsamst dann bei der nächsten Steigung. Aber dass du einfach immer nur wie im Weltall kontinuierlich immer weiter beschleunigst, das ist also
Das, nee. Ja, das ist der Filmsprache geschuldet. Genau. Das kann ich gut verstehen. Und der Film bezieht sich ja auch kein weiteres Mal darauf. Er verschwindet dann einfach aus der Handlung, nur um dann 30, 40 Minuten später ohne weiteren Kommentar wieder aufzutauchen. So von wegen, ja, das ist eben passiert, aber lass es nicht mehr darüber reden. Ja, es ist wirklich ein einfaches Element, was eingestreut wird, weil der Regisseur oder der Editor, vielleicht ist derselbe, das muss ich jetzt zugeben, dass ich es nicht weiß, beschlossen hat, wir brauchen jetzt hier nochmal gerade irgendwie so eine Sequenz, so eine Action-Sequenz. Wir müssen nochmal gerade ein bisschen wachgerüttelt werden. Es ist ja sowieso erstaunlich, mit welcher Sorgfalt und fast schon Subtilität sie alles im Hintergrund machen, na, indem sie dann zum Beispiel diesen einen NASA-Mitarbeiter verschwinden lassen. Ja, Elliot, was genau. Völlig unnötig ist, dass sie dann sogar seine Adresse versuchen zu verschleiern, indem da plötzlich eine neue Frau eingezogen sein soll, was echt ein bisschen übertrieben ist. Und auf der anderen Seite schießen sie auf Elliot Gould und schneiden seine Brems. weißt du, das ist so alles so, auf denen wird dauernd irgendwie Anschläge verübt, während sie überall im Hintergrund irgendwie versuchen, das Ganze subtil zu lösen. Und erst am Ende, als drittes, glaube ich, kommen sie erst auf die Idee, ah, wir könnten dem ja Drogen unterjubeln, ne? Dann können wir den vielleicht dann doch so kriegen. Also das Erschießen hat es nicht gebracht, das Durchschneiden der Bremskabel hat es nicht gebracht, aber vielleicht könnten wir den Drogen unterjubeln. Das geht ja nun gar nicht in Amerika. So, und dann damit versuchen sie ihn dann zu kriegen, um den aus dem Verkehr zu ziehen. Vielleicht hätten sie das zuerst probieren sollen, weil es wäre etwas subtiler gewesen. Aber das funktioniert wahnsinnig gut, oder Kolja? Ich finde diese Paranoia-Elemente, wir schicken dem die Polizei auf den Hals, aber die ist natürlich auch korrupt ohne Ende und versteckt irgendwie ein Tütchen Heroin oder sonst was bei ihm in der Wohnung und kriegt den deswegen dran. Das ist irgendwie, das kriegt mich total tatsächlich, weil das tatsächlich auch so reale Ängste meinerseits bedient. Das Schlimme ist, dass die Behauptung reicht. Ja, natürlich. Da ist einfach jemand und sagt, gucken Sie mal, was wir gefunden haben. Es wird auf ihn geschossen, sein Auto läuft amok. Alles okay, typische Action-Szenen. Aber dass sie dann am Ende versuchen, Drogen unterzujubeln, was man ja dann wirklich für Jahrzehnte dann wahrscheinlich in seiner Akte nachzulesen hat, das ist komischerweise viel bedrohlicher, weil da hat man das Gefühl, oh Gott, das könnte wirklich passieren. Ja, natürlich. Also die brauchen es nur behaupten. Genau deswegen, weil es eben nachvollziehbarer ist. Also weil, man muss ja einfach nur sagen, das Ganze, was dort vor sich geht, fingierte Marslandung und so weiter und groß angelegte Mordkomplotte und Vertuschungsmechanismen, die da greifen, das ist ja alles sehr, sehr weit entrückt von unserer gelebten Alltagsrealität. Aber dass da ein Polizist vor der Tür steht und sagt, übrigens hier, wir haben ein Tütchen Heroin bei Ihnen gefunden. Ja. Ihre berufliche wie private Zukunft ist ruiniert. Schönen Dank auch. Selbst wenn sie freikommen, sie kriegen so schnell wieder keinen Job und das war's jetzt. Es ist eine gruselige Vorstellung tatsächlich, ja. Beim Mund. Ja. Und man weiß eben auch, dass gerade in dem Beruf, in dem Bereich, in dem er arbeitet, in dem beruflichen eben als Journalist, in dem eben Unbefangenheit und Integrität ganz wichtige Werte sind, sowas einfach karrierezerstörend sein kann. Und Elliot Gould ist eben auch sowieso so eine Figur, der eben auch nicht der Hollywood typische Dude ist, von dem man sagt, ach, der kann das ab, der ist wie Teflon, an dem gleitet alles ab. Der ist eben auch so jemand, dem man zutraut, dass der unter die Räder kommen könnte. Und der steht ja auch immer kurz davor. Ich meine, er hat keine Zahnbürste, aber dafür irgendwie 15 verschiedene Alkoholiker rumstehen. Ne? Und das ist natürlich auch der Rolle geschuldet. Aber zum Beispiel sein Einsatzleiter oder sein Chefredakteur, ne, wie vehement der diesem Gould nicht glaubt, also wie vehement er gegen ihn ist, das ist schon fast eine Zumutung für den Zuschauer, finde ich. Weil da kommt so ein Mensch auf dich zu und sagt, hör mal, ich bin hier einer ganz großen Sache auf der Spur. Gib mir einfach mal 2 Tage Zeit zum Recherchieren und ein bisschen Kohle. Vertrau mir mal. Und die sind natürlich genau wie all diese Polizei-Chiefs in diesen ganzen 70er-Jahre-Filmen. Nein! Du hast nur Scheiße zustande gemacht. Hau ab! Und er holt ihn ja dann jetzt aus dem Gefängnis raus, ne? Aber auch nur, um ihn dann echt feuern zu dürfen. Also, der Einsatzleiter von Elliot Gould holt ihn aus dem Gefängnis raus, feuert ihn und dann ist er wenigstens so in Freiheit, dass er sich jetzt auf eigene Faust mit Teddy Savalas zusammentun kann. Ja, der Düngemittelflugzeugpilot. Was auch nochmal einen großen, der Film hat schon Humor. Wenn die beiden aufeinandertreffen, dann merkt man schon, dass man nochmal was zu lachen kriegt. Und wie die beiden aufeinandertreffen, und das ist ja, also als Kind war das auch toll. Jetzt kommt auch noch Kojak, ne? Die durfte man ja nicht gucken als Kind, aber dann war Kojak auch noch in dem Film für 5 Minuten. Und dann kommt ja eine Action-Sequenz danach, wenn die also nochmal von den Helikopter verfolgt werden, die beiden. Dann haben sie ja quasi unseren letzten Astronauten gerettet.
haben den auf den Tragflächen drauf und dann beginnt diese Hetzjagd durch diesen Canyon. Mhm. Und das ist aber ganz großartig gefilmt, muss ich sagen. Also wenn man das als Action-Kino der 70er, finde ich das schon ein ziemlicher Standard. Also das ist wirklich toll gemacht, wie die da verfolgt werden und wie die Helikopter, also wie die am Ende nachher getäuscht werden, dass die dann abgehangen werden, ja, durch irgendwie so eine Art von Abgastrick oder ich glaube irgendein Düngemittel wird da verstreut, sodass sie dann für 2 Sekunden nichts mehr sehen können und dann natürlich gegen die Felswand donnern, okay, geschenkt. Aber die Szene an sich ist toll, toll gefilmt. Also da fliegst du schon richtig mit. Also das ist schon wirklich toll inszeniert. Ja, und ich wollte jetzt auch bedicht über die vorhergegangene Actionsequenz mit irgendwie hier Elliot Goulds Auto mit der gekappten Bremsleitung sagen, dass sie nicht gut aussieht. Also sie entbehrt jeglicher Logik, aber sie sieht grandios aus. Vor allem, wenn dann eben hier Caulfield mit inklusive Karre da über die Brücke springt, über die hochgeklappte und fast gegen die gegenüberliegende Wand da schlägt. Da habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Boah, das ist echt knapp, ja, stimmt. Ja. Doch, das sieht schon alles sehr, sehr, sehr gut aus, ja. Ja, das stimmt. Um Gottes Willen, ja. Ja, wie kommt Caulfield eigentlich da drauf, dass er da einer Verschwörung auf der Spur ist, also sein endliches oder im Film inszeniertes Überzeugungsmoment stammt ja dann daher, dass die vermeintliche Witwe, ja, Brubaker, also die Frau von dem Astronauten Brubaker, die ja hier dann die Filmfrau von James Brolin ist, und das sollte man im Hinterkopf behalten, denn sie zeigt jetzt im Caulfield eine alte Aufnahme aus den Ferien letzten Jahres, wo sie dann zufälligerweise in den Ferien bei den Aufnahmen eines Films zugegen war. Ja. Und zwar haben sie gesehen, dass ein Western gedreht worden ist in Flat Rock. Und da hat dann dieser Charakter gesagt, Mensch, ich finde das Wahnsinn, wie die das hier inszenieren. Und das sieht so überzeugend aus. Und da kann man noch mal sehen, wie leicht man die Menschen um die Nase, also an der Nase herumführen kann. Ja. Und wie alt man ihnen da was unterjubeln kann. Und das Schöne ist, wir sehen die ganze Zeit so Ausschnitte aus dem typischen Western. Weißt du, da wird geballert, da fällt jemand vom Saloondach herunter. Da fährt eine Kutsche vorbei und ich denke nur die ganze Zeit, ja klar, James Brolin in Westworld, weißt du? Das ist so original, ich kriege da so ein Westworld-Echo bei diesem Film, wenn sie diese Szenen gucken. Und das ist schön, das ist so ein Film im Film, oder? Ja, klar. Also ich, zum einen das, Westworld ganz klar, der eine Gedanke, der andere ging auch in Richtung, naja, ich glaube nicht, dass das so funktionieren würde tatsächlich. Also man muss schon über sehr viele gedankliche Hürden springen, um zu dem Punkt zu kommen, dass eben Mrs. Brubaker hier preisgibt sofort die Lösung des Rätsels für Caulfield hier zu offenbaren, nämlich warum er hier einen Urlaub im Yellowstone, im Yosemite Park, Entschuldigung, referenziert er gar nicht, in dem Jahr, in dem er es angibt, stattgefunden zu haben, blablabla benennt. Es gibt so Setzeffekte, bei Ando weiß ja nicht, wie man sie zu Ende bringt. Aber auf jeden Fall hat er eine chiffrierte Botschaft aus dem vermeintlichen All geschickt an die Erde, an seine Frau, die da sagt, ich bin gar nicht hier, das ist alles inszeniert, Liebling, und das ist alles inszeniert, liebe Welt. Und wie Caulfield da drauf kommt, ja. Also ich finde schon, dass er muss sich schon dreimal besuchen, bis er dann diesen Schluss auch zieht. Er hat ja sowieso schon eine Ahnung, er hat ja eine Vermutung. Aber wie er das dann so zusammenführt, wird schon durch den Film irgendwie ganz schön genau. Das ist erklärt. Das ist nachvollziehbar, dass sie das überhaupt erwähnt, finde ich doch überraschend, weil es ja schon eine sehr, sehr spezifische Erinnerung ist. Und wenn du mich fragen würdest, weißt du noch, was du vor 2 Jahren in irgendeinem Sommerausflug gesagt hast, in dem und dem Szenario, ich könnte dir das nicht mehr sagen. Nee, aber anhand des Super 8-Films wird das ja dann in dem Moment wachgerufen. Ja. Und dadurch kommt sie ja dann darauf, das zu sagen. Sie hatte es ja vorher nicht gesagt. Okay. Sie hat es wirklich erst dann gesagt, als sie zusammen diesen Super 8-Film gucken. Ja. Also das finde ich schon ziemlich gut gemacht, dass es dir dann erst einfällt. Übrigens auch eine tolle Schauspielerin, ne? Die Witwe Brubaker. Also die ist so komplett im Nebenschauplatz, aber die ist toll, wie die das schauspielert. Wie die da dieses Kinderbuch vorliest. Weißt du? Ja. Ihren Kindern dieses Buch vorliest und gleichzeitig zurückhalten muss, dass sie weiß, dass ihr Mann tot ist. Also das ist schon eine ganz große Szene. Sie hat auch, ich glaube, Brenda Vaccaro zum damaligen Zeitpunkt eine relativ große Prominenz genossen. So, zumindest konnte sie sich mit den anderen Namen im Cast messen. Ihre Karriere ist leider so nirgendwo hingegangen in späteren Jahren, aber sie ist mir total präsent aus
ein, zwei wirklich Katastrophenfilme. Ich glaube, sie war in einem der Airport-Filme dabei. Okay. Der 70er Jahre und so ein Gesicht, was einfach irgendwann verschwunden ist. Aber sie ist wirklich, wirklich gut. Und wirklich wird doch, glaube ich, hier an zweiter, dritter Stelle in den Opening Credits genannt. Also, wie gesagt, Peter Himes wusste schon, was er tut. Hier ist wirklich jede der Rollen exquisit besetzt. Und wenn sie dann eben Rollen verkörpert werden von jetzt nicht ganz so talentierten Menschen wie O.J. Simpson, der jetzt einfach kein gelernter Schauspieler ist, dann wird er zumindest in eine Rolle gesteckt, die seinen Qualitäten angemessen ist. Also niemand fällt dir unangenehm auf. Das ist aber auch das Talent, was James Cameron bei Schwarzenegger gesehen hat. Hm. Na, gib dir eine wortkarge Rolle, dann ist er fantastisch. Vermutlich, ja. Ja, also für mich ist dieser ganze Film, um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen, der siedelt sich halt für mich perfekt an in so einem 70er Jahre. Also die 70er, die sind für mich sowieso so ein Lieblingsjahrzehnt für Science-Fiction. Mhm. Also da sind meine Lieblings-Science-Fiction-Filme gemacht worden, wenn man jetzt mich fragen würde. Mhm. Also bei mir geht es so los mit Lautlos im Weltall und dann steigert sich das über Westworld, über Stepford Wives. Mhm. Und dann geht das hin bis zu Des Teufels Saat. Mhm. Muss auch unbedingt mal besprochen werden. Und dann, wie gesagt, dann gipfelt das nachher so in unheimliche Begegnung und dann im besten aller Filme The Motion Picture. Und damit sind für mich die 70er komplett Star Trek The Motion Picture, ja. Ja, klar, natürlich. Okay. Ja, ich weiß auch nicht, für mich sind 70er Jahre eigentlich so eine ganz tolle Science-Fiction-Zeit. Wir haben ja diese goldene Ära der 50er Jahre, wo alles irgendwie silberpoliert ist und da geht es erstmal nur um die Imagination überhaupt irgendwie in neue Welten aufzubrechen. Und in den 70ern kriegt das so eine dystopische Aufgeräumtheit mit, ja, die Technik rächt sich ja auch ein bisschen und wir sind da eigentlich mehr ausgeliefert, als dass sie uns dient und so weiter. Ne? Und wir haben so ein kaltes Erwachen, so ein Kater nach der Golden Era. Und ja, das finde ich so, das ist so ziemlich so von der Bedeutung der Science Fiction, wie sie so angeordnet werden kann, finde ich die 70er besonders schmutzig, aber irgendwie auch wahrheitstreu und irgendwie, ja, ich mag die sehr gerne, diese Zeit. Es geht mir ja ähnlich tatsächlich, weil ich bin zwar technisch ein Kind der 80er, also in den späten 70er Jahren geboren, aber allein nur aufgrund der Tatsache, dass ich natürlich nicht meine früheste Kindheit schon im Kinosaal verbracht habe, bin ich naturgemäß mit Filmen der 70er Jahre aufgewachsen. Das heißt, die haben mich maßgeblich geprägt. Ich glaube, also Menschen blicken heute nostalgisch zurück auf Gremlins und Goonies und E.T. und dergleichen, aber die Filme, die ich eben im Kino gesehen, also die habe ich auch irgendwann gesehen, klar, aber die Filme, die ich davor gesehen habe, das waren eben die von dir benannten Filme. Also ich bin mir sicher, Demon's Seed, also Jahre gesehen zu haben, bevor ich sowas wie Gremlins sah. Weil das einfach die Filme auch waren, die im Fernsehen liefen. Und die habe ich dann eben geguckt und klar haben die mich geprägt. Heute ist es natürlich für mich auch schwierig, unbefangen zu sagen, das ist irgendwie das beste die beste Ära oder die beste Dekade für den Science-Fiction-Film. Aber ich kann dir zumindest recht geben, dass für den US-Science-Fiction-Film die 70er Jahre ganz, ganz grandios war, weil ich auch denke, man verabschiedet sich so auch aufgrund der eigenen Raumfahrthistorie vielleicht und der politischen Historie mit Beginn der ausklingenden 60er Jahre von früheren Idealen und blickt einfach etwas kritischer, vielleicht auch etwas despektierlicher auf den Fortschritt und auf die Zukunft. Du hast gerade das Stichwort Dystopie genannt und das ist eben auch für mich ein ganz, ganz wichtiges. Ich gucke tatsächlich lieber Stoffe, die sich mit einem kritischen Auge zukünftigen Visionen widmen, als solche, die nostalgisch gefärbt in die nur auf das Potenzial gucken, das so die Wissenschaft mit sich bringt. Und also ich komme jetzt vom Hölzchen auf Stöckchen. Will eigentlich sagen, ich gucke auch gerne sowas wie eine fantastische Reise, wo Menschen geschrumpft werden und im menschlichen Körper injiziert werden. Mhm. Das bietet auch andere Reize. Mhm. Aber das ist eben auch so ein vollkommen Technologie. Das ist aber Fantasy. Ja, ist Fantasy zum einen. Und wenn man es als Science-Fiction wertet, könnte man zumindest sagen, es ist ein sehr, sehr wohlwollender Blick auf Science-Fiction-Topoi und ein sehr unkritischer Blick. Aber ich liebe es einfach, wenn eben einfach ein bisschen genauer hingeguckt wird und geguckt wird, auch in welche negative Richtung sowas eskalieren kann. Ja, ich will auch nicht sagen, dass ein 69er Science-Fiction nicht zu den 70ern zählen darf. Das sind ja alles Überleitungen. Ne? Aber ja, Fantastische Reise war 63 oder so. Das ist noch eine völlig andere Ära, ja. Ja. Aber es ist halt vieles ist halt trivial und in den 70ern bekommt das so eine Rauheit. Ja. Auch in der Körnung des Films. Und das finde ich halt ganz faszinierend. Ach so, übrigens noch eine letzte Sache. Die NASA wehrt sich energisch.
gegen die Behauptung, sie hätte am Entstehung des Films mitgearbeitet. Das wollte ich nochmal ganz deutlich sagen. Ja. Ja, wer hätte es gedacht? Ja, sehr schön. Wer hätte es gedacht? Naja, weil alles so authentisch wirkt. Nee, aber das ist, ich glaube, zum Schluss mag ich nochmal so sagen, dass ich irgendwie so Filme mag. Ich meine, es hätte für mich auch so eine durchaus eine Kurzgeschichte bei Twilight Zone sein dürfen, wo man einfach mit einer ganz harten Prämisse ins Feld geht und sagt, so stell dir mal vor, dieser und dieser Umstand wäre jetzt und bumm, daraus ergibt sich die Geschichte. Das finde ich immer ganz spannende Situationen, wie man so eine Story aufbauen kann. Mhm. Ich habe so einige Stories gepitcht, weil ich ja, da haben wir noch nie drüber gesprochen, ich habe ja viele Jahre lang Kurzgeschichten illustriert, also Comics gezeichnet. Ja. Und zwar für den Weißblech Verlag. Mhm. Die haben da so eine Omnibus-Serie, die ist auch bis zum heutigen Tage aktuell. Das heißt Hammerharte Horrorschocker. Und innerhalb dieser hammerharten Horrorschocker habe ich halt als Autor und als Zeichner immer die Möglichkeit gehabt, das waren immer so Heftchen, ja, ich sag jetzt mal, der schnellste Vergleich wäre so ein bisschen so wie früher Gespenstergeschichten von Bastei gewesen waren. Und Gespenstergeschichten sind immer mal wieder versucht worden, irgendwie aufleben zu lassen, und dann hatte das aber immer lizenzrechtliche Probleme und wo lassen wir es drucken? Und zeitgleich hat halt der Weißblech Verlag angefangen, seine hammerharten Horrorschocker herauszugeben. Und die gibt's irgendwie schon seit 2002, 3, 4. Also ich glaube, die haben nächstes Jahr ihr 20-Jähriges. Und da habe ich dann vor ein paar Jahren angefangen als Zeichner. Und nach der ersten zweiten oder dritten Geschichte habe ich dann halt auch angefangen, meine eigenen Geschichten zu schreiben für die. Und das sind immer so kurze, knackige Horrorschocker, wo man sagen kann, so, ich habe eine Grundprämisse, die führe ich ins Feld und die ist irgendwie so ausschlaggebend, dass dann daraufhin alles aufbaut. Und ich mag das, so kurze, knackige Sachen zu schreiben, die wie Twilight Zone oder EC Comics funktionieren, wo man so richtig so auf den Punkt hin sagt, Mensch, und das ist unsere Ausgangssituation und jetzt spinn das mal weiter. Ne? Und das ist nämlich so eine Seite von mir, die wir hier noch nie besprochen hatten, dass ich für den Weißblech Verlag ziemlich viel gezeichnet habe. Und diese hammerharten Horrorschocke, die ich nur an dieser Stelle empfehlen möchte, sich mal zu Gemüte zu führen, die machen großen Spaß, weil das ist immer ein Heftchen mit 3 bis 4 Kurzgeschichten drin, so wie man das von früher kennt. Und die haben immer so schöne kompromisslose Prämissen, ja, ja. Ne, so wie diese Sache ja auch funktioniert. Stell dir vor, die reisen ins Weltall, aber dürfen das nicht wirklich, weil funktioniert nicht, müssen die es im Studio nachstellen, dann sollen die aber zurückkommen, aber dann passiert und dann müssen die sich auf die Flucht begeben. Das ist eine super, super Ausgangssituation, die ich total spannend finde. Also, ja, habe ich dann irgendwie so Sachen auch so irgendwie mit solchen, stell dir mal vor, das Ausgangsprämissen geschrieben. Ne? Ja, im Hollywood spricht der 80er zumindest darüber, dass High-Concept-Filme, also Sachen, die man tatsächlich so auf einen Satzbeschreibung runterbrechen kann. So von wegen, wenn man Armageddon beschreiben müsste, ich meine, es ist ja sowas auch ein Geschäftsmodell, was Don Simpson, Jerry Bruckheimer, Don Simpson lebt ja nicht mehr, auch maßgeblich etabliert haben. Einfach, wir machen nur Filme, deren Handlung sich auf einen Satz runterbrechen lässt und dann spinnen wir die einfach weiter. Und so ist eigentlich auch unter dem Capricorn ein Film, den du im Grunde nur in einem Satz umschreiben kannst, zumindest die Grundlage dessen. Und ich glaube, 9 von 10 Menschen, möchte ich mal behaupten, würde das sofort packen, weil es einfach eine reizvolle Prämisse ist, ja, die du eben auch weitererzählt sehen willst. Weil es ist einfach eine unglaublich reizvolle Idee. Genau wie eben Ölbohrer auf dem Asteroiden in Armageddon. Willst du einfach wissen, was Raumfahrer, die gestrandet sind auf der Erde und vorgeben müssen, auf dem Mars zu sein, was denen so widerfährt. Und insofern auch ganz modernes Erzählen, was Peter Himes hier macht. Also ich meine, 77 wahrscheinlich so revolutionär neu, wie es jetzt ein Jahrzehnt vorher gewesen wäre, weil da war ja schon wieder das New Hollywood Cinema so im Abstieg begriffen und Lucas und Spielberg standen hinter der nächsten Ecke, aber es ist schon eine moderne Art des Geschichtenerzählens und ich weiß nicht viel über den kommerziellen Erfolg von Unternehmen Capricorn, aber ich glaube, der war kein allzu großer, wenn mich so die allgemeine popkulturelle Wahrnehmung des Filmes bestätigt, weil die, habe ich das Gefühl, ist kaum vorhanden, also kaum jemand redet doch über den Film. Aber ich hätte ihm gewünscht, dass er wirklich, also ich wundere mich, dass er nicht ein größerer Erfolg ist und dass nicht mehr so viel über ihn geredet wird, weil er ist wirklich, wie gesagt, er wirkt sehr, sehr modern. Ja, ich habe eben bei meiner Aufzählung auch irgendwie gemerkt, ich bin da irgendwie so über Westworld und dann irgendwie zu Unheimliche Begegnung
Und ich rede die ganze Zeit von 70er Jahre Science Fiction, habe Star Wars komplett vergessen. Das ist interessant, weil 77 ist natürlich genau das Jahr von Star Wars auch. Ne? Vielleicht kann man da noch mutmaßen, dass ich das da irgendwie nicht gegen behaupten konnte. Zumindest dann in diesem Erscheinungsjahr nicht. Ja. Und das ist deswegen halt auch als langsame Science Fiction irgendwie so ein bisschen übersehen worden ist. Ne? Vielleicht kann man das so ein bisschen. Ich weiß es nicht tatsächlich. Vielleicht waren andere Zeiten in den USA zumindest angebrochen. Hier, Box Office Mojo verrät mir, er hat 12 Millionen auf dem Weg der Kinokassen und Videoeinspielergebnisse am Ende des Tages eingespielt bei Produktionskosten von geschätzt 5 Millionen Dollar. Also will heißen, gerade so sein Budget wieder rausgeholt. Man rechnet da immer so mit dem Faktor 2,5-3. Also kein richtig gehender Flop, aber auch weit davon entfernt ein Hit gewesen zu sein. Schade. Ja, und deswegen machen wir das ja jetzt hier und sagen, schaut euch diesen Film nochmal an, weil das lohnt sich, wenn man nicht auf den Super-Mega-Action-Film steht, sondern einfach auch ein bisschen Erzählkino mag, dann ist das ein total lohnenswerter Film. Und wie gesagt, er liegt umsonst herum, also vor allem zuschlagen, ne, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja. Ich danke dir für deinen Besuch und sag noch mal ein bisschen dazu, was du machst. Du hast ja bereits angedeutet und es wissen Menschen, die dich bereits in vorhergehenden Bardoskin-Episoden gehört haben, du bist bildender Künstler, Maler, Zeichner, was sonst so? Wo kann man dich finden online und in Präsenz? Okay, das war schon das Wichtigste. Also ich bin tatsächlich Künstler und ja, wie gesagt, ich habe einige Zeit vermehrt Comics gezeichnet und war dadurch in der Szene so ein bisschen bekannter. Aber habe mich jetzt seit einigen Jahren so ein bisschen darauf konzentriert, wieder freischaffender Künstler zu sein. Und man kann mich finden im Netz unter koljasanteur.com. Da habe ich meine Hauptpräsenz und bei Instagram natürlich dementsprechend auch als Kolja Santeur aufgelistet werde. Und da kann man sich so ein bisschen anschauen, was ich so mache. Das changiert immer so ein bisschen vom zeitgenössischen bis hin zum Pop-Art. Kokettiert ein bisschen auch mit durchaus mit Idolen und Ikonen und Filmgrößen. Das kann man da immer mal wieder finden. Stöbert euch da einfach mal durch. Schaut euch mal an. Ist vor allem malerische Kunst. Ich bin also Maler in allererster Linie. Sollte man tun, definitiv. Und wer einen ersten Geschmack von Koljas Qualitäten malerischer Natur haben will, gewinnen will, wie auch immer, der gucke einfach auf den Einband meines Buches, das immer noch im Handel erhältlich ist. Collabo, Collabo. Das hat Kolja gestaltet. Wofür ich bis zum heutigen Tage sehr, sehr dankbar bin. Sehr. Ja, und es war ein großer Spaß, das zu machen. Bis dahin war es kein richtiges Buch, aber dann sah es wirklich auch aus wie ein echtes Buch. Ja, stimmt. Das hat so was Abschließendes. Ja. Ja, sowas macht immer Spaß. Also gerade wenn du Künstler bist oder auch immer mal wieder in so Auftragssituationen kommst, dann wirst du mit Dingen in Verbindung gebracht oder da werden Sachen an dich herangetragen oder du wirst zu Illustrationen gefragt. Da hättest du vorher nicht drüber nachgedacht. Da hattest du vorher nichts mit zu tun, weil das Feld der Illustration und der Kunst ist halt einfach unermesslich groß, unerschöpflich groß. Man hat halt, wie gesagt, man bleibt beweglich und das ist ganz spannend. Ich wollte eigentlich sagen, bleib du in jeder Hinsicht beweglich, vor allem geistig und komm bald wieder, mach dir über Filme Gedanken, aber hau raus, wenn du noch was sagen möchtest. Wir haben so eine kleine Tradition laufen, die nicht immer erfüllt wird, und zwar James Bond will return in, und dann mutmaßen wir immer herum, was wo unser nächstes Projekt sein könnte. Okay. Und dann sage ich schon mal so, ich hätte mal Bock auf XY. Und manchmal kommt das dann so und manchmal auch nicht. So, beim letzten Mal habe ich dann doch was anderes vorgeschlagen. Aber jetzt bin ich mir ganz sicher, dass ich mit dir besprechen möchte. Die Weite der Nacht. The Vast of Night. Okay. Wird unser nächstes Projekt sein. Der ist ziemlich gut. Ganz am Herzen. Der liegt mir total am Herzen, weil das ist nämlich ein total übersehender Film, der extrem kompetent gemacht ist, der wie ein Sog funktioniert und wo ich auch attestieren muss, Chapeau, dass man heute noch den Mut hat, so langsame Filme zu drehen. Ich finde den klasse. Und den müssen wir unbedingt besprechen, weil das noch nicht viele andere getan Lass uns haben. Das machen, ein Film, von dem meine Frau sagte, ich weiß nicht, was der Film soll, aber ich fand den gut. Das war ihr Resümee. Und was ich dazu sage, dann beim nächsten Mal, wenn wir uns wieder hören. Okay? Ja, ist in Ordnung. So machen wir es. Alright. Gut. Ich danke dir fürs Dabeisein, Kolja, für das wunderschöne Gespräch und für all dein Fachwissen, was du hier reingetragen hast. Und come back. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Bye bye. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt.
Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder PayPal-Spende sichert diesen Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios.